Hi und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4. Also, ich konnte die letzten 2 Tage, ich lag komplett flach. Ich konnte überhaupt nichts aufnehmen. Ich konnte nicht mal einen Satz sprechen, ohne mich tot zu husten. Da das jetzt ein bisschen besser ist, kann ich wieder aufnehmen. Ja, wir haben ja diese Pflanzen-Sim-Frucht, die verbotene, haben wir gegessen, um in Ho also in der Hoffnung, dass wir genauso wie Maria mal ein bisschen abnehmen. Es sieht ja auch nicht mehr schön aus hier, ne? So, und was ist hier los? Okay, das ist okay. Es kann übrigens sein, dass ich zwischendurch husten muss. Es tut mir sehr leid. Damit müssen wir jetzt erstmal leben. Ich kann es nicht ändern. Ich fühle mich jetzt nicht so kacke, dass ich nicht spielen könnte. Deswegen denke ich, das ist in Ordnung, wenn ich spiele. Was mir allerdings Kopfschmerzen macht, ist momentan das Gewicht meiner Brille auf den Ohren. Und außerdem bin ich mich ständig an den Augen am Kratzen. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht, dass es wieder alles sehr gerötet ist. Das ist ein bisschen nervig. So, wo ist denn der Vater? Ach, guck mal, der ist hier eingeschlafen. Ach, Vater. So ein müder Vater. Ja, okay. Und dann tut er das eben. Ich würde sagen, Maria. Maria ist unwohl. Warum? Unerfreuliche Umgebung. Ja, putz doch. Was ist mit dir? Weil Sonntag ist, hat wieder keiner was gemacht, oder was? Maria könnte mal, ich weiß jetzt nicht, wann wir das letzte Mal das gemacht haben, aber wir könnten das mal. Stall säubern können wir. Und wenn wir fertig sind, können wir eben. Nein, müssen wir nicht mal. Und hier nochmal Futter in der Nähe verstreuen. Das würde ich gar nicht. Okay, dann lassen wir das und. Die Kreativität, Fähigkeit, ich weiß nicht, von wem jetzt diese Quest war, Mann, weil. Keine Ahnung. Abstraktes, großes Gemälde und danach kann sie schlafen gehen. Effi. Geht schlafen, das ist okay. Der Vater könnte pieseln gehen. Ja. Ich glaube, dann lasse ich ihn erstmal auch schlafen. Ja, und. Wir, naja, wir schlafen da schon mal vor uns hin. Wir begleiten mal Maria im Schnelldurchlauf. Oh, Besuch. Alle anderen sind mittlerweile jetzt schlafen. Und sie möchten noch Hip-Hop hören. Ja, das können wir danach machen. Sender wechseln, Hip-Hop und zuhören. Efi ist auch schon wach? Warum ist Efi wach? Inspiriert werden. Ja, dann hier zur Inspiration klimpern. Gönn dir, Efi. Mal wieder. Ich möchte mal ein bisschen Magie entdecken. Ich habe hier doch so ein Addon mit Magie. Ich weiß jetzt nicht so richtig. Ich glaube, ich muss einfach so mal mehr in die Städte fahren und da Quests annehmen und so. Wie das geht, weiß ich jetzt nicht genau. Muss ich mir auch mal irgendwann anschauen. Und sie muss ja eh noch ausgezeichnete Gemälde herstellen. Also ist das gar nicht so doof, dass wir malen. Ja, guck mal, das ist doch schon wieder ein ausgezeichnetes Gemälde. Ich find's pottenhässlich, aber gut. So. Zack. Dann ist die Frage, Georat, nee. Kann man das denn in recyceln, den Rubin? Was bringt denn das? Ist gut, ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Frisurkatastrophen, was ist das denn?
Ich mach das jetzt einfach mal, um zu gucken, was dabei rauskommt. Aber was sind Frisurkatastrophen? Haben wir irgendwas im Familieninventar? Hier steht nichts. Okay. Hat sie selbst was im Inventar, was Frisurkatastrophen heißt? Peile ich echt nicht. Gut, Evie ist inspiriert und sie möchte gerne einen höheren Level erreichen. Ja, dann mach mal üben. Mir tut schon wieder sticken hier. Achso, und die können wir ja verkaufen für Evie. Emotionstrank. Ich denke mal, wir können auch einen hier ausstellen. Wir haben hier doch letztes Mal so ein paar Tränke hingestellt. Dann können wir doch mal einen auch hier hin tun. Einfach hier. Ja, okay. Spulen. Sie hat auch irgendwann Hunger. Dann kann sie sich Reste nehmen. Warte. Ach, so nicht, Hefi, so nicht. Nicht irgendein Kack. Man kann ja auch Reste nehmen. Ah, warte, erstmal verdorbenes Essen aussortieren und danach Reste nehmen. Wir können ja mal öffnen. Gucken, was ist denn da verdorben? Ach, ein Brutei haben wir auch noch. Ja, dann nehmen wir das mal mit. Wir brüten dann ein Ei aus. Was ist denn da verdorben? Irgendwelche Fische, die verdorben sind oder so. Ich sollte mal auf jeden Fall mehr einkochen und so, ne? Wenn sie wach ist, könnte sie einmachen. Wir gucken mal schnell. Ein gemachter Riesenpilz. Große Zutaten. Okay. Mittelgroß. Kopfsalat. Warum sollte man Kopfsalat einmachen? Tomatensoße machen wir uns auch mal. Fleischersatz, meinetwegen. Himbeermarmelade. Mayonnaise. Was ist das mit dieser englischen Creme? Ich weiß nicht, was es sein soll. Ach so, Vegetarier geeignet. Okay, wir können mal gucken. Kochen. Yorkshire Pudding. Warte, ich will mal schauen, was es hier noch gibt. Brathähnchen. Beliebiges Gemüse, Thunfischauflauf. Na komm, machen wir einfach mal. Ich weiß nicht. Machen wir eine Familiengröße wieder. So, sie kann dann ein bisschen kochen. Sie muss ja nicht essen oder so, sie muss ja nur joggen quasi. So, der Vater ist wach, er hat Hunger. Und er möchte Retro-Musik hören. Okay. Musik. Retro. Oh mein Gott, ich hab daneben geklickt. So. Skiba, you move. Sorbin. Jump ja. Lindsay. Glenohosey. No chibadoo. So, Quicksand.
Sachen ernehmen, weil was essen? Wir kochen ja noch eine ganze Weile. Sie könnte dann ein Glas Wasser nehmen und danach vielleicht joggen, wenn es passt. Woga! Levar Samso Dafuni. So, und Efi. Vielleicht auch Pieseln. Ja, die sollte mal aufhören, weil sie muss gleich in die Schule. Das sieht ein bisschen gefährlich aus, hör mal. Was passiert da? Sagen Sie sofort. Ja, das ist dein Ernst? Das ist dein Ernst? Sie lässt es einfach da? Warten, so sofort setzen. Hallo? Ja, was passiert hier? Kloibam. Ah. Ist das normal? Yes. So, nee. Suflobo, bra. Or nee. Overhebel, for ya. Tomatensoße fortsetzen. Oh. Tomatensoße fortsetzen. Oh. Verstehst du das? Es brennt hier gleich doch. Was ist hier los? Vater, ne? Du könntest es reparieren. Wann muss Vater denn arbeiten? Hä? Jetzt geht die Sonne tanken. Und was damit? Ist das Ding kaputt? Ah, es ist kaputt. Ja, dann go for it, Vater. Efi, du hast nicht so viel Zeit, ne? Was der Vater aber machen sollte, ist zu gucken, dass er noch ein bisschen zockt. Und was wollte sie? Popmusik hören. Könnt ihr erstmal Mega verkaufen und. Ah, es geht schon wieder los mit dem Verschieben. Jetzt habe ich ausgemacht. Popmusik. Pop, pop, pop. Und zuhören, pop, zuhören. Okay. Ich versuche das mal alles zu regeln hier. Und sie könnte hier direkt baden. Ein Glas Wasser nehmen. Danach Tomatensoße fortsetzen. Der Vater kann Teile plündern. Ach, obwohl, scheiß drauf. Wir machen das. Hoffentlich kommt bis dahin jetzt nicht die Putze. So, Maria ist wach. Die kann pieseln gehen und essen. Und dann malt sie noch ein großes abstraktes Gemälde. Mal gucken. Efi geht zur Schule. Und der Vater zockt. Was möchte der Vater? Freunde mit Efi werden. Okay, das kriegen wir hin. Und Hip-Hop will sie hören. Sender wechseln. Hip-Hop. Jetzt beeil dich doch mal ein bisschen. Was ist los mit dir? So, und sie will Geige spielen. Das kriegen wir auch hin. Trinkgeld. Ja, es ist dein Ernst, Maria. Du hast dir so viel Zeit gelassen. Oh, es ist einfach dein Ernst. Oh.
Lied spielen. Wir können ja mal unsere eigene... Ach nee, das geht gar nicht. Wir können gar nicht das andere Lied spielen. Dann orientalisch. Wo bist du, Geliebter? Hat er jetzt genommen? So, jetzt aber. Hoffentlich klappt das jetzt auch irgendwie. Alles, was wir uns vorgenommen haben, ist kaputt gegangen. Irgendwie hier mit ihr. So, sie hat nichts zu tun. Sie kann den Stall säubern. Sie kann Lami putzen. Sie kann Lami füttern. Und hier auch säubern. So. Oh, guck mal, das Wasser füllt sich von alleine auf. Ich denke nicht, dass ich dann nochmal trinken muss. Das ist gut. So, das Lied spielen und wir wollten in der Klavierfähigkeit besser werden, hatten wir gesagt, ne? Tantiemenberichte. So. Üben. Naja, ich könnte auch andere Sachen machen, aber egal. Einmachen. Jetzt ist alles weg, ey. Machen wir diese englische Creme nochmal. Blaubeermarmelade mache ich mal. Und Gourmet-Menü. Machen wir halt mal diese Forelle-Müllerin. So. Ach komm, Partygrüße gib ihm. Haben wir ein bisschen was für später. So, das reicht dann auch, weil sie wollte eigentlich auch gar nicht richtig spielen. Also, wir wollten gar nicht richtig spielen. Sie hat ihren Wunsch erfüllt und das reicht. Mit Maria plaudern kriegen wir hin. Der Vater zockt. Der Vater muss pieseln. Ein Sammelobjekt finden. Ja, aber wie? War doch nichts. Post ist zugestellt. Okay. Dann kann der Vater die Rechnung bezahlen. Für den Plan abstimmen. Okay. Strom haben wir sogar zurückbekommen. Guck mal. Das ist doch gut. Wie sieht's hier aus? Können wir das ernten? Warte mal. Ja, doch. So. Wir haben hier gleich ein Level ab. Das ist gut. Wie weit sind wir denn dann? 6, erst 7. Ab wann ging das nochmal mit dem? Level 7 der Klavierfähigkeit erreicht. Sandra kann ja lateinamerikanische Lieder spielen. Außerdem kann sie anderen Sims versprechen, ihnen ein Lied zu widmen. Freundschaft schließen, das kriegen wir auch hin. Ausschalten. So, wir gucken mal nach diesen Pilzen hier. Ach, geht nicht, weil die Schlange voll ist. Da kommen dann erstmal auf. So, und der Vater, wann muss er arbeiten? Heute ist frei, okay.
Kann er machen, was er möchte. Er hat auch keine anderen Anforderungen mehr. Ein Videospiel der App programmieren. Das heißt also, es wäre gut, wenn er ein bisschen übt. Programmieren. Programmieren üben. So, wir kochen weiter. Maria macht die Tiere. So, und hier kann man sich jetzt aussuchen. Wir haben aber nur 4 Einflusspunkte. Das heißt, wir können gar nichts machen. Tja. Nami wird gestriegelt. Nami freut sich. Okay, und dann möchte sie mit Fatih plaudern. Das ist auch okay. Warte, dieses Bild könnten wir auch erstmal verticken. Ausgezeichnet. Machen wir erstmal noch eins. Ein surrealistisches, großes Gemälde. Und mit Fatih plaudern, das können wir bestimmt auch. Über Weltfrieden reden, so. So, wir machen gerade die Pflänzchen noch. Warte, hier sind bestimmt noch Sachen, die ich mitnehmen kann. Ne? Forelle Müllerin? Fortsetzung. Was? Hä? Hat die das erst auf den Boden geworfen? Was ist falsch mit ihr? Ich, also manchmal, ne? Leute, ich weiß es echt nicht. Frag mich nicht. Und was ist hier los? Wer bist du denn? Schnuffel. Geschenke. Geschenk geben. Blume. Ein Gänseblümchen. So. Alles ernten. Okay, achso, das haben wir schon. Ich ernte mal ein paar Sachen ab jetzt einfach, wo ich denke, das könnten wir gebrauchen. Und hier die Eier könnte ich mitnehmen. Und Aktionen. Besser? Was ist denn aus unserem Küken geworden? Ach, das ist da hinten. Der Platz ist hier drinne. 5 von 8. Den Hühnerstall ausbrüten. Die Eier können schnell hier rein. So, die auch. Soll Eva den Klassenkameraden Gideon zu sich einladen? Ja, meinetwegen. Die muss eh Kinder kennenlernen, ne? So, die Forelle, die da so ein bisschen auf dem Boden lag. Sieht ganz gut aus, ne? Ja, ja, würz mal. Mit deinen Blättern. Das ist dann extra mit Kräutergewürz, weißt du? Oha, irgendwas hat jetzt geklappt mit der Kreativitätsfähigkeit. Keine Ahnung was. Ich bin Maria. Efi geht direkt schlafen, ja, na dann. Auch kein Ding. Mach mal. Wir gucken mal.
Schnuffelchen. Hi, Schnuffel. Kriegst eine Blume. Magst du Blumenschnuffel? Nein? Okay. Dann wissen wir das jetzt. Düngen. Ich weiß gar nicht, womit ich düngen soll. Das sind eigentlich meine Zimtfruchtpflanzen hier, ne? Zimtfrucht ernten. Zimtfrucht ernten. Macht nur das mal so. Okay. Ich weiß gar nicht, was haben wir eigentlich hier alles im Kühlschrank jetzt? Öffnen. Kartoffeln, Basilikum haben wir genug. Guck mal, hier ist auch noch Marmelade drin. Ich schmeiß mal die Marmelade und so auch hier rein. Man weiß nie, wofür man es braucht. Oder sind auch noch Essenzen, die kann ich auch noch ins Regal stellen. Mein Traum. Okay. Also, warte. Von diesen grünen Pilzen können wir nochmal ernten. Gripshopper, okay. Drachenfrucht könnten wir ernten, Schokobären. Baldrianwurzel, warte mal, wir gucken mal. Alraune bestimmt auch, ne? Ja. Alraunen ernten. Nehmen wir die mal mit. Okay. Muss so kurz warten. Oha, Maria, also ich weiß nicht, ne? Ich kommentiere das nicht. Ich muss eh noch eins malen. Dann noch ein surrealistisches Gemälde. Glückwunsch, fähige Sims. Du hast den fähige Sims Entdeckungsquest abgeschlossen. Belohnung, Zaubertränke. Du findest die Belohnung, bla bla. Okay. Gut, dann ist es endlich weg. Ihr habt das eh nie gesehen, weil da mein Bild drauf ist. Level 5 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Maria kann jetzt ein soziales Netzwerk am Computer nutzen. Außerdem kann sie an einem Spiegel das Geschichten erzählen üben und sich einem anderen zum Kokett vorstellen. Belohnung verdient, bla bla. Inventar öffnen. Ja, hier ist das. Alles klar. Dann gucken wir mal. Wir sortieren die mal hier oben ein. Wenn wir die nicht schon haben. Ist denn das? Sofortige Hygiene. Inspiration. Also ist alles irgendwie anders, ne? Aber ich meine, mir ist egal. Was? Lebenslange Bestreben. Bestreben sind langfristige Ziele für Sims. Wenn ein Sim Bestrebensziele erfüllt, erhält er Zufriedenheitspunkte, die er im Belohnungstor ausgeben kann. Ja, okay. Machen wir. Bestreben. Einen Wunsch abschließen. Freunde werden mit Veronika. Abstimmung wurde beendet. Körperliche und geistige Bewegung hat die meisten Stimmen erhalten und tritt sofort in Kraft. Okay. Was heißt das jetzt? Körperliche und geistige... Blabla. Warte mal. Ansehen. Körperliche und geistige Bewegung. Wie könnte man besser für sich sorgen als mit der Unterstützung der gesamten Gemeinschaft? Diese Initiative zeigt, was ein Aktionsplan mit Aktion zu tun hat. Zusammen können wir sicherstellen, dass alle Sims in der Nachbarschaft Sport treiben, Hygienemaßnahmen einhalten und sich um ihr Wohlbefinden kümmern und dabei ihren Einfluss erhöhen. Okay. Ja gut. Das kann die Maria sicherlich. Einen Wunsch abschließen und Aufgabe eines Bestrebens abschließen.
Ja, das wirst du wahrscheinlich jetzt mit dem Bild, wenn sie das ein ausgezeichnetes malt, dann wird es wahrscheinlich. Okay. So was mit Efi R&B hören, ja, okay, meinetwegen. Hä? Die hat doch gar keinen Hunger. Geh mal lieber erstmal baden. Danach kannst du hier R&B hören. Und danach kannst du mit dem Vater reden. Zuspruch geben. Überspiel Strategie diskutieren. So. Maria ist fertig. Ah, okay. Ausgezeichnet, ja. Gut. Wir verkaufen das trotzdem. So, Maria. Hä? Hat sie doch. Okay, einen Wunsch abschließen. Das ist egal, bei welchem Sim oder was. Mit Maria plaudern. Warte mal, was machst du da? Nee, hier. Über Ängste reden. Mal wieder, wir machen es einfach. Sich für Klaviersonaten begeistern, so. Und dann machen wir mal wieder üben. So, was mit dem Vater? Der sollte auch mal essen. Und schlafen danach, ne? Efi, sehr gut. Auf Klo kann sie dann auch noch gehen und schlafen. So. So, jetzt sind sie alle hier, ne? Aber ganz schön ruhig, ne? Keiner bewegt sich. Ah, jetzt. Zufriedenheitspunkte ausgeben. Für wen denn? Für den Vater vielleicht? Wir gucken mal. Wachsam. Nein. Mentor. Marktauglich, genügsam. Ja, aber das ist noch zu wenig. Würde ich nicht machen. Warte mal, wir gucken mal bei Efi. Blitzleserin. Frühaufsteherin. Ja, das ist sie auf jeden Fall. Machen wir. Glückwunsch, du hast dein lebenslange Bestreben Entdeckungsquest abgeschlossen. Belohnung, Zufriedenheitspunkte. Du kannst deine Zufriedenheitspunkte im Belohnungstor Bestrebensleiste ausgeben. Okay. Und wer hat die bekommen? Alle? Sieht ein bisschen so aus, ne? Guck mal, jetzt kann der Vater auch was Teureres kriegen. Wo ist das? Genügsam. Machen wir. Der Vater ist genügsam, auf jeden Fall. So. Und was ist jetzt hier eigentlich mit dem Programmieren? Ist er jetzt so weit, dass er jetzt schon was anderes programmieren kann? Nicht, ne? Welches Level hat er denn im Programmieren? 6. Okay. Videospielmalerei hat sie durch. Jetzt will sie 5 Meisterwerke schaffen. Ja gut, wir müssen ein bisschen nachhelfen. Ich glaube, wir müssen hier auch kreative Missionäre, weil kreative Visionäre erschaffen mit größerer Wahrscheinlichkeit Meisterwerke in Malerei oder Schriftstellerei. Das ist wichtig jetzt dafür, sonst warten wir ewig und 3 Tage. Ja, ich würde sagen, den Rest. Gelehrte, ja, baut Fähigkeiten schneller auf. Ich weiß nicht, ich finde, das sollte auf jeden Fall Maria selbst dann entscheiden. So, und dann machen wir hier klassisches großes Gemälde. Mach mal.
Ach, eigentlich warum großes? Klassisches, kleines Gemälde. Wie viele Freunde werden mit Fatih? Irgendwie habe ich das Gefühl, das bleibt ja alles manchmal einfach hängen. Und die machen gar nichts mehr, guck mal. Hä? Level 2 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Eva kann jetzt anderen Sims den Tag verschönern. Okay. So. Letzte und dann schlafen. Was will sie noch? Höheren Charisma-Fähigkeitslevel. Okay, das kriegen wir hin. Und wir wollen S-Pop hören. Okay. Bänder wechseln. S-Pop. Und so. Können nur Spiel modifizieren. Plugin programmieren, das geht auch noch. Komm, dann machen wir mal Programmieren üben weg. Dann kann der Vater seine Sachen erledigen. Aber warte. Bevor wir schlafen gehen und so, sollten wir noch pieseln. Dann schlafen. Und dann können wir Plugin programmieren machen. So. So, Maria, wie sieht's aus? Oha, ein Engel? Maria mag keine Engel. Ist das eine Fee? Das könnte auch eine Fee sein, ne? Ich glaube eher, es ist eine Fee. Oh, ein Meisterwerk, schön. So, verkaufen. Ja, wollen wir verkaufen. So, Maria, weiter geht's. Impressionistisch klein. Der Vater. Videospiel oder App programmieren. Aber hier ist nichts mit App. Nur Plugins. Ja. Egal, so. Was mit uns hier? Was können wir denn noch für Belohnung kaufen? Da ist auch nicht mehr viel, ne? Sorglos. Sorglose Sims sind nie angespannt. Lizenz für paranormale Ermittlungen. Werde zertifizierte paranormale Ermittlerin, um die Freelancer-Karriere paranormaler Ermittler und die Seance-Guidry herbeirufen freizuschalten. Okay, krass. Fruchtbar Beziehungen. Sims mit Beziehungen beginnen jede Karriere mit mehrere Level höher. Antiseptisch, betörend, unternehmerisch. Okay. Entschuldigung. Ich finde das gar nicht so doof mit dem paranormaler Ermittler sein. Hygienebedürfnis sinkt viel langsamer. Ja, das ist auch sinnvoll, aber das ist cooler. Wir machen das jetzt. Okay, der Vater schläft. Maria kann jetzt. Wir spulen ein bisschen einfach. Okay. Noch ein Meisterwerk. Das ist doch eigentlich gar nicht so hässlich. Trotzdem verkaufen. So, dann kannst du pieseln. Aber dann malst du noch eins, bitte. Ist abstraktes Gemälde. Und dann kann sie essen, dann kann sie schlafen.
Und die Tierchen, die hat heute auch keine Sau gemacht. Oder? Nee, doch, haben wir. Warte mal, als erstes wird Efi wach sein. Kann ja mal dann das hier tun. Aber wir müssten eh noch Eier einsammeln, ne? Dann machen wir mal Ende. Eier einsammeln, Futter in der Nähe verstreuen, aber zweimal. Fleckchen. Geschenke. Geschenk von Fleckchen annehmen. Und Geschenk geben. Fleckchen mochte Gemüse, ne? Ja. Geben Gemüse. Wieder eine Himbeere. Nochmal Zitronen ernten. Wir wollten diese ganzen anderen Beeren auch noch ernten, ne? Weiterentwickeln. Also die ernten wir mal. Okay, wir müssen ein bisschen warten. Okay. Keine Ahnung, was das wird. Eier eingesammelt, gut. Und was ist es? Ausgezeichnet leider nur. Aber irgendwie ist das cool. Okay, warte mal. Das tue ich aufhängen. So, nachdem sie schlafen gegangen ist, kann sie dann ja wieder malen. So, wir können mal gucken, dass wir hier weiterentwickeln. Wir brauchten diese Pilze. Wie viele habe ich jetzt? Gott, warte. Ernten. Blaubeere haben wir genug. Tomaten weiß ich nicht. Habe ich nicht geschaut. Schokobeeren, ne? Ernten. Geschenk von einem wilden Freund, eine Orchidee. Und ernten. So, und Drachenfrucht, das war hier auch. Was mit dem Soja? Kann man das schon ernten? Ja, kann man. Das ist gut. Dann können wir direkt Neues einpflanzen. Ich schaue jetzt auch mal ganz schnell hier im Kühlschrank nochmal nach. Verdorbenes Essen aussortieren, okay. Öffnen. Ja, Bonsai-Knospen, keine Ahnung, warum wir die überhaupt haben. So, die Sojabohnen könnte ich einpflanzen. Ich mache das mal hier einfach. Dann. Könnte sie schlafen gehen. Und nach dem Schlafen gehen kann sie die einpflanzen. So. Den Rest gucke ich nachher weiter, weil die Folge ist zu Ende.
Also wenn sie das jetzt gemacht hat, warum sie das jetzt auch aufräumt, warum auch immer, keine Ahnung. Aber ich muss mal... Oh Gott, ist auch wieder was kaputt gegangen. Ich muss mal auf jeden Fall auch eine kleine Aufnahmepause machen, mal wieder vernünftig abhusten und dann gucken wir weiter. Entschuldigung. So, sie geht schlafen. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön, dass ihr mich auch krank ertragt. Oh, guck mal, hier ist die Geige, die wir die ganze Zeit gesucht haben, lol. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Macht's gut.